gleich nochmal rein. Mein Name ist Georg Bohmann, ich bin hier in Siegburg der stellvertretende Leiter der Feuerwehr. Was hat denn hier jetzt gebrannt und wie konnten Sie da Herr werden, der Lage? Also wir sind hier gerufen worden zu dem Brand eines Holzlagers hier an der Kreishandwerkerschule. Da hat ein Gebäude gebrannt in der Ausdehnung 10 mal 6 Meter ungefähr. Da drin lagernd, ja, schätzungsweise so 30 Kubikmeter Holz. Vorbereitet für die Verarbeitung. Wie konnten Sie ran? Das war relativ einfach. Wir sind von außen vorgegangen. Das Gebäude ist angrenzend an eine größere Lagerhalle. Wir waren sehr schnell in der Lage, in die oberen Bereiche Wasser vorzutragen, insgesamt mit 4 C-Rohren, 3 Trupps unter Atemschutz und haben abschließend eine Riegelstellung zu der Lagerhalle aufgebaut und dann war das Feuer in der Ausdehnung so ungefähr nach 10 Minuten unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten haben sich etwas länger hingezogen, da zwischen den Holzbrettern natürlich immer noch Brandnester weiter zu sehen waren. Irgendwann auch gerade das Holz extrem schnell brennt und auch. Ja, das ist Holz brennt so gut, wie die Oberfläche da ist. Und das sind natürlich Holzbretter, die insgesamt eine große Oberfläche bieten. Und dann ist natürlich auch eine schnelle Entfachung des Feuers möglich. Aber dadurch, dass ja entsprechend Zwischenräume zwischen Brettern sind, kommt man auch mit Wasser gut ran. Also insofern ist dann auch die Brandbekämpfung relativ einfach. Mit welchen Kräften sind Sie jetzt hier vor Ort? Wir sind mit 50 Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Siegburg hier und den Grundschutz für Siegburg hat in der Zeit die Löschgruppe Bußdorf übernommen. Noch Verpflegung ist jetzt auch eingetroffen? Ja, es ist immer noch schön warm, also Wasser schadet nicht. Das ist also die Verpflegung, dass also entsprechend Wasser für die Einsatzkräfte zur Verfügung steht. Das haben die Malteser gemacht.